Willkommen zurück zu Let's Play Spellforce The Order of Dawn mit MT7 und mit Story Micro. Und wir sind zurück im Midland Pass in der Karte, wo der erste Abschnitt enden wird von Spellforce. Und wir sind immer noch dabei, Aya zu sammeln für unsere Paladine. Wir wollen ja mächtig Rambazamba machen im Lager der Schwarzen Faust. Und wollen Brannigan erschlagen. So. Dann werden wir mal ein paar Paladine ausbilden. Sind teuer, keine Frage, aber das müssen wir in Kauf nehmen. Seht ihr mal die Paladine hier? Die in Feuerschwertern. Ich glaube, die habt ihr ja auch schon im Schatten reingesehen. Und das Einzige, was mir in den Paladinen nicht gefällt, ist, dass sie, dass sie die Aura der Flinkheit beherrschen. Das bedeutet, dass sie eine höhere Trefferquote haben, allerdings, zaubern die oft das so lange, bis wirklich alle das haben und bis dahin sind sie längst tot. Also das ist meines Erachtens ein bisschen kontraproduktiv eigentlich schon. Der wird daran hoffentlich aufgehalten. Ja. Also die Verteidigung steht komplett. Wo ist mein Held? Hält. Ja, also wir werden nachher auch noch mal mit einigen Leuten sprechen, zum Beispiel mit, sieht man nicht, aber hier ist ein Mann, der nennt sich Marquardt Storme, der hat noch eine Quest, und hier war auch noch eine Frau, die wollte auch noch mal mit uns sprechen. Und hier sehen wir ein Beispiel dafür, warum man nicht unbedingt so viele Förster bauen sollte. Denn es fängt an hier zu wuchern. Aber glücklicherweise haben wir einen Maisholzfäller, der das meiste davon schon wieder abbauen kann. Also das läuft ja hervorragend mit unserer Produktion von unserem Paladin. 40 Stück werden gebraucht und 40 können es maximal werden. Ich hätte auch 80 gebaut, aber da müsste ich alle meine Windschützen und Waldläufer töten. Das bringe ich nicht übers Herz. So, nochmal ein Topic werfen. Unsere Helden, Hextonia, Kämpfer Malvaren, Generalkommandant, Kämpfer Malvaren, sind zwei Feuerschwerter. Meine Mentalistin Iolan und das neue Mitglied, die Krähen Gahira. Ich hier nochmal nach der Karte. Muss ich sowieso zurück nach Raufurt, da will ich auch nochmal nach Eloni. Denn Eloni war ja ein Händler bei Elsidum, nennt sich Mark Shamir, und der hatte auch eine Rune für uns. Ich denke, wir können davon schon mal die erste Rune kaufen. Ja. Also Nahrung habe ich definitiv genug. Stein und Eisen auch. Und auch Holz. Lenia sowieso. Wie sieht's denn aus mit denen ja hier? Ja. Abgebaut. Immer noch. Ja, ich habe halt hier noch ein paar Schmieden gebaut. Das ist ein Grund, warum das so schnell geht. So, jetzt habe ich 61 Paladine. Nicht 61 Paladine, sondern... Bereit für den Kampf! 14, 15 habe ich jetzt.
Es kommen noch ein paar. So, was du kurz was trinken. Ja, man muss viel trinken. Ist wichtig für die Durchblutung. Und wenn man einen Plan aushecken will, braucht man gute Durchblutung. Wir wollen ja am Ende des Let's Plays, also bin ich auf jeden Fall, Level 30 sein. Dann beginnt ja auch schon das nächste Let's Play. Also nächste Teil von Spellforce. Ich habe vor, direkt nach Spellforce The Order of Dawn die erste Folge Spellforce Wrath of Winter zu spielen. Mich hat ein bisschen geärgert, dass ich diesen Teil nicht sofort bekommen habe. Also den Teil Wrath of Winter. Ich habe mir ja am Anfang, als Spellforce zum ersten Mal rauskam, sofort die erste Edition davon gekauft. Und ja, ich kam dann aber irgendwie nicht mehr an Wrath of Winter ran, als es dann rauskam. Ich hatte auch irgendwie nicht genug Geld dafür. Und dann war schon zu spät. Dann kam noch Shadow of the Phoenix. Dann habe ich mir, ich glaube, vor 2 Jahren dann die Platinum Edition gekauft, wo dann alle 3 Spellforce-Teile drin sind. Also The Order of Dawn, Wrath of Winter und Shadow of the Phoenix. Ja, und da war mir das auch egal, ob ich The Order of Dawn schon habe oder nicht. Weil 2 Spiele sind Platz 1. Und ja. Es war sehr... Ich kam auf Umwegen an das Spiel, sagen wir mal so. Ja, also Breath of Winter ist auch so ein Spiel, wo man bis Stufe 30 kommen kann. Allerdings ist es da ein bisschen schwieriger zu Stufe 30 zu kommen. Weil es sind weniger Karten zu spielen. Und man fängt auch bei 0 an. Also bei Stufe 1. Wie wir ja auch bei Stufe 1 angefangen haben. Hier und... Ja, ich werde wahrscheinlich in... Wrath of Winter eine Frau erstellen. Da wir ja hier einen Mann haben, werde ich dann eine Frau erstellen. Und ich bin auch ganz unsicher, wie wir denn... Also welche Attribute denn diese Frau haben wird. Dieser weibliche Avatar. Ich habe mich eigentlich auf vielleicht, ja, so leicht Fernkampf oder reiche Kriegskunst, das wollte ich eigentlich machen. Weil magisch sind, ja, Magie erfordert das Spiel eigentlich nicht. Also wenig. Vor allem im ersten Abschnitt ist die Magie eigentlich nur eine Nebensache. Wo es natürlich da sehr viele Verbesserungen gibt in Form von Magie. Es gibt ja für die einzelnen Mentalmagien, also für die Feuermagie oder die Eismagie, die Erdmagie gibt es verschiedene Erweiterungen, die das halt noch nützlicher machen. Und auch für weiße Magie und Elementarmagie gibt es da Erweiterungen. Aber die sind meines Erachtens nicht so dürftig, dass man sich jetzt da einen Charakter draus bauen dürfte. Und in den ersten Teilen, vor allem in den ersten 2-3 Karten, da ist es meistens besser, man hat einen Kämpfer, beziehungsweise einen Bogenschützen, also einen Fernkämpfer. Ja. Das aber dann... Weitere Ausführungen davon dann, wenn wir dann auch bei diesem Let's Play angekommen sind. Denn wir bauen jetzt gerade noch die letzten
Paladine. Und dann mal das Video beenden und dann stoßen wir im nächsten Video dann ins Lager der Eisernen Faust. Da wird dann Pass vor und werden versuchen, Brannigan sein. Ja, Brannigan das Fail-Video anzuziehen. Und damit die Schwarze Faust ein für alle Mal zu vernichten. Was hier für Aria ist, das bräuchte man später mal. So, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich bin Story Micro. Ihr seid meine Zuschauer. Und das sind... Einsatzbereit! 40... Erwarte Befehle! Bis dann.